Guten Morgen, ladies and gentlemen, willkommen zurück zu Forza Horizon 5 Rally. Wir werden heute wahrscheinlich die letzten Rennen des letzten Teams fahren und brauchen dafür einen neuen Straßenwagen. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt. Nee, der Rimac wird's nicht. Den habe ich einfach nur, weil ich gerade die Folge mit dem Nevera aufgenommen habe. Nein. Ich habe mir gedacht, wir werden heute einen Wagen aufbauen, der sogar ein neues Bodykit bekommen hat, und zwar ein Bodykit, was ich auch echt geil finde, muss ich sagen. Nämlich den M3 E92. Und ich würde sagen, wir nehmen auch einfach mal direkt eine Livery. Und ich glaube. Ah ja. Ich glaube, ich finde die hier gerade sogar gar nicht so schlecht. Wobei die ist ein bisschen cleaner. Ich würde trotzdem mal sagen, ich habe das in der Rallye-Expansion gerade ein bisschen mit auch etwas brutaleren Designs, sage ich mal. Deswegen nehmen wir das einfach mal so. Ich weiß nicht, ob wir zwei oder ein Straßenrennen haben, weil das andere war noch nicht freigeschalten. Aber eins haben wir auf jeden Fall. Falls das andere Offroad ist, dann fahre ich da halt einen anderen Wagen, peiche den Alpine vielleicht nochmal aus, der ja keinen Renneinsatz gesehen hat. Aber ich wollte auf jeden Fall heute mal den M3 mit dem Street Hunter Bodykit fahren. Da ist es. Ich finde es schon sehr geil tatsächlich. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Bodykit hier im Vergleich des Liberty War Kit. Da finde ich das Speed Hunter echt ein bisschen cooler. Die sind sehr ähnlich tatsächlich in einigen Aspekten. Aber das Street Fighter LA, das ist schon nice. Deswegen nehmen wir es so. Und wir bleiben heute mal beim Sauger. So. Flügel. Nee. Ja, nehmen wir natürlich auch den Street Fighter Flügel dann dementsprechend. Wir nehmen Semi-Slicks. Ich habe das Gefühl, wir werden sie brauchen. 3,25er vorne, was auch sonst. Nee, 2,95er sind genug. 3,35er. Andere Felgen potenziell auch noch, würde ich sagen. Hat die Felgenfarbe nicht geändert bei dem Design. Da müssen wir gucken, ob wir was finden, was passt. Ich glaube, die müssen sowieso noch ein Zoll größer werden. Ich möchte mich hier jetzt aber nicht zu sehr aufhalten, tatsächlich. Im Tuning. Wir wollen ja heute, wie gesagt, die Rennen noch fahren. Die letzten. Deswegen nehmen wir einfach mal die erstbesten Felgen, die mir gerade gefallen. Und ich glaube, das sind die hier, wenn wir da, wie gesagt, 19 Zöller draus machen. Jupp, doch, das gefällt mir. Nice. So, Kupplung nehmen wir mit. Getriebe gehen wir auf ein geschmeidiges 7-Gang-Renngetriebe. Ich denke, ich werde sowieso eine Folge noch machen oder vielleicht sogar schon gemacht haben. Weiß ich nicht so genau. Wo ich mal die ganzen neuen Breitbock-Kits ausgefahren bin oder mir angeschaut habe erstmal. Weil es sind ja doch ein paar. Nehmen wir Sportauspuff. Drei Stück sind es ja, beziehungsweise mit dem LC500 dann vier. Und vielleicht habe ich schon eine Folge gemacht mit den drei Bodykits, weil ich finde die tatsächlich mit Ausnahme vom E36 finde ich die echt alle ganz cool. So, wir machen jetzt nur 0815 Standard-Tuning. Viel einstellen müssen wir ja im Regelfall nicht. Also dieses 0815-Tuning funktioniert eigentlich schon echt gut, muss man sagen, bei den meisten Fahrzeugen im Spiel. So, Stabilisatoren. Macht das Fahrwerk prophylaktisch mal ein bisschen weicher, weil ich glaube, so ultra hart muss jetzt nicht sein. Dementsprechend war auch die Dämpfer so ein bisschen weicher, als ich es normalerweise machen würde. Natürlich nicht annähernd jetzt auf Offroad-Niveau, das ist klar. Aero kriegt da ein bisschen auf jeden Fall. Aber ich hätte meine Denkweise da mittlerweile. So. Ja, okay, das ist, glaube ich, ein bisschen viel geworden. 71 reicht. Alrighty. Wir stehen jetzt erstmal Offroad, oder?
Jupp. Ah ja, und ich muss noch. Habe ich jetzt vergessen tatsächlich. Autokontroll machen wir wieder an, natürlich. So, dann fahren wir jetzt als nächstes genau dieses Rennen. Wo dreht er mich hin bei der Dodge Control? Knapp über 3. Okay. So 3, 4 ungefähr. Ich finde das Bodykit schon nice. Weil die Nieten, die er hat, tatsächlich gut versteckt sind. Die Scheiben sind getönt. Nee, ich meine natürlich die Nieten am Heckflügel. Die hinterm Steuer, die kennen wir. Boah, fährt sich auch geil. Also es kann auch sein, dass ich nochmal eigene Folgen wirklich mache mit... Ach komm, wenn ich hier schon so weit rauskomme, nehmen wir das mit. Es kann auch sein, dass ich nochmal eigene Folgen mache mit den Bodykit-Fahrzeugen, dass ich halt auch den M3 beispielsweise nochmal wirklich vorstelle, genau. Und die damit den Bodykit ausfahre, wobei eigentlich das fast nicht nötig ist, weil wir fahren jetzt ja hier. Und vielleicht, ja, wie gesagt, nochmal in der Kollektivfolge mit den drei neuen Bodykits. Muss ich aber sagen, ich finde es allgemein cool, dass da wirklich ein bisschen mehr kommt. Vor allem diesmal auch unangekündigt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass sie das mal gesagt haben, hier Serie 19 kommt neue Bodykits rein. Das war ja wirklich eine Überraschung mit dem Camaro, den beiden BMWs und halt noch, wenn man so möchte, dem LC500. Wobei der, also würde ich nicht als neues Bodykit werten, weil ist ein ganz neues Auto. Finde ich cool, dass das jetzt ab und zu mal zumindest passiert, so alle 4-5 Monate. Zumindest passieren kann, ne? Ob das jetzt ein bisschen was regelmäßiger passiert oder nicht. Oder ob das vielleicht jetzt die letzten Bodykits waren. Müssen wir abwarten. Ich habe gerade ein bisschen Sorge, ehrlicherweise, vor dem Start des Rennens. Okay, wir... Das könnte hart werden, wenn wir wirklich Offroad starten. Das ist eine Asphaltstrecke. Wir starten auf der Straße, okay. Geraden, Leistungskurven und einigen engen Kurven. Bei Tageslicht wäre sie echt schön. tut mir leid. Ich mag dich auch. 5, 4, 3, 2, 1, los! So, wir haben tatsächlich jetzt im Stream auch ein bisschen... die Launch Control getestet gehabt im vergangenen Playstream. Wobei, vielleicht kommt die Folge sogar sogar ein bisschen später noch. Könnte sogar sehr gut sein. Okay, auf jeden Fall beim ersten Festival Playstream der Serie 19 haben wir ein bisschen mit der Launch Control getestet. Und ich bin der Meinung, so von den Testwerten, die ich jetzt bekommen habe, die Launch Control macht dich am Start tatsächlich so ein paar wenige Zehntel schneller. So 2 bis 3, je nach Fahrzeug. Teilweise ein bisschen mehr, teilweise ein bisschen weniger. Ist jetzt im Gesamtkontext von dem Forza Horizon 5 Rennen nicht so dramatisch viel, weil es immer endlich die wenigsten Rennen in Forza Horizon werden durch ein paar Zehntel entschieden. Aber ist auf jeden Fall trotzdem interessant zu erwähnen. Und wird auch dann dementsprechend im Multiplayer für den einen oder anderen durchaus interessant und relevant werden. Das definitiv so. Es könnte sein, dass ich in dem Spiel sogar ein bisschen Zeit verloren habe. Ja. Weil ich da ein paar Kurven nicht so gut genommen habe, aber der BMW fährt sich geil. Holy, fährt er sich gut. Aber kann er driften? Weil wir haben ja noch ein paar Driftzonen. Vielleicht werden wir das rausfinden. Ja, das ist wieder ein guter Split, eine Sekunde gewonnen insgesamt. Das ist aber ein verhältnismäßig knappes Rennen. Also definitiv eines der engeren bisher. Da haben wir noch eine 90-Grad-Kurve jetzt. Die nicht mal als 90-Grad-Kurve angezeigt wird. Also die Angabe oben darauf soll es echt nicht viel geben. Eieiei. Okay, wir haben sogar noch zwei... Nee, gar nicht wahr. Knapp eine Sekunde noch mal rausgeholt am Ende. Im letzten eine Abschnitt. Eine alte Street Racing Crew hat gehört, was wir vorhaben und kommt nach Sierra Nueva, um es sich anzusehen. Okay. Bist du bereit, ihnen etwas Besonderes zu zeigen? Natürlich.
Also nochmal ein Straßenrennen. Okay, cool. Dann haben wir mit dem BMW doch was Richtiges aufgebaut. Auch wenn ich den... Nein, keine TC. Auch wenn ich den Alpine gerne nochmal ausgefahren wäre. Wir fahren den Alpine wahrscheinlich nochmal im Stream aus. Oder vielleicht nochmal in einem anderen Video. Warte mal, was haben wir freigeschalten? Eine Hose. So, wie schnell gehst du jetzt eigentlich voran? Boah, also der hat halt echt keinen Wheelspin so. Das ist schon crazy. Ich denke mal tatsächlich, dass das hier heute dann die vorletzte Folge sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass nächste Folge wir dann dementsprechend Goliath fahren werden. Und ich da noch ein Fazit zu abgeben werde. Zu der Expansion allgemein. Wie gesagt, ich nehme das hier gerade relativ in einem Zug auf. Also wir haben immer noch Donnerstag. Der 30. dürfte, glaube ich, sein. Ja, 30. März. Einfach damit ich diesmal halt wirklich so meine Gedanken noch relativ frisch habe. Deswegen wird es da nächste Folge auch direkt ja, mein Fazit zur Expansion geben. Bin mal gespannt, was ich dann final sagen werde. So. Aber jetzt erstmal haben wir noch ein Rennen vor uns, beziehungsweise eigentlich drei. Und wir beginnen hier mit einem Rennen durch den Canyon tatsächlich. Sehr, sehr geil, weil die Straße da oben wurde, glaube ich, noch nicht verwendet in dem Rennen bisher. Also ich muss wirklich sagen, die Routen holen mich ab. Haarnadelkurven und Schikanen bei hoher Geschwindigkeit und sehr schlechter Sicht. Devil's Pass bei Nacht ist, nun ja, kein Ponyhof. Easy, machen wir. 4, 3, 2, 1, los! Vamos! Alright, ich bin jetzt sehr gespannt. Wie gesagt, ich meine, die Straßen hier hatten wir in keinem Rennen bisher. Deswegen jetzt das erstmal durchzupushen. Wird auch sehr interessant. Alter, die Bremsen von dem BMW. Holy shit. Das ist ja mal insane gut. So, hier schön rum. Ich bin ja auch mal gespannt, ob wir Goliath, ob wir da einen Eigenwagen fahren dürfen oder ob wir da einen vorgegeben haben. Ich bin nur Vierter. What? Okay, krass, ich habe ja noch nichts großartig vergeigt bisher. Was ist denn jetzt kaputt? Okay. Brauchen wir einen Zweitversuch für das Rennen? Ist ein langes Rennen vor allem auch. Oder naja, sagen wir mal ein längeres. Pushen wir mal ein bisschen, um hier nach vorne zu kommen. Ah. Natürlich. Eieiei. Bremsung. Okay, das sind halt aber auch geile Straßen hier. Ich weiß, ich sage es jede Folge, ja, ich muss es aber auch gefühlt jede Folge sagen, weil es mir immer wieder positiv auffällt. Die Straßen, die Rennen, es ist wirklich super. Ohne Witz. 2,7. Ich glaube, ein bisschen ausgebaut haben wir den Vorsprung. Aber dass wir am Anfang so viel verloren haben, macht mir ein bisschen Sorge, dass die anderen echt einfach Power aufbauten fahren, die jetzt nochmal dementsprechend gut kommen könnten. Ja, ich dachte, wenn ich cutte, komme ich da ein bisschen schneller durch. Leider nicht. Leider nicht. Ah, okay. Dafür war der Restfahrabschnitt gut. Oh ja. Ja, ja. Das wird kein Zweitversuch für das Rennen. Definitiv nicht. Nicht mit 5 Sekunden Vorsprung auf dem letzten Abschnitt. Außer ich hau den Wagen jetzt den ersten runter.
Und wir fahren dann mit der Berufssicht zu Ende. Oh Gott. Okay, da hat man jetzt das weichere Fahrwerk ein bisschen gemerkt. Dass er den Sprung doch sehr gut mitgenommen hat. Das war ja auch der Grundgedanke hinter der Entscheidung. Und wir gewinnen damit das letzte reguläre Rennen. Auch cool, definitiv. Na nice, was haben wir denn? Panamera M4? Wäre jetzt eigentlich nichts, was so krass davonziehen sollte. Hm. 150.000, jawohl. Die wollen wir haben, die brauche ich. Jawohl, damit haben wir das Finalrennen freigeschalten. Und fahren da den... Ist es der Alumicraft Buggy? Es könnte der Alumicraft sein. Haben wir noch eine Straßendriftzone hier irgendwo? Wir haben so viele Straßendriftzonen. Ja, guck mal, ist sie direkt da, wo ich hin muss. Dann fliegen wir da einmal kurz durch und machen dann das Rennen. Aber mich würde echt interessieren, ob das mit dem BMW klappt. Ich glaube halt nicht. Ich glaube, da fährt der BMW viel zu viel Grip und viel zu wenig Power. Aber mal schauen. Warte mal, wir haben noch eine Belohnung, die wir abholen können. Mechanikeranzug. Sehr cool. Ja genau, wenn wir hier Goliath gewinnen, kriegen wir den Lightning. Und hier kriegen wir, es ist der Alumicraft. Okay. Habe ich verstanden. Oh Gott. So, hier sind wir mit dem Aston Martin durchgefegt. Ich glaube nicht, dass wir 3 Sterne erreichen werden oder eine höhere Bestleistung mit dem BMW. Da ist der Aston doch wahrscheinlich zu krass, definitiv. Zumal der ja auch eine geile Kurvenlage hatte, ne? Ich würde mich wundern, wenn der BMW hier schneller wäre. Auf keinen Fall. Papa Fernando, ich, dann du. Hey, was ist mit deiner Horizon-Familie? Ich habe die Einleitung zu dem Dialog nicht gehört, ehrlicherweise, deswegen kann ich da gerade nicht mitreden. Aber ich glaube, ich wurde in irgendeiner Form ausgelassen. Das ist halt auch eine geile Aussicht hier. Ja, visuell macht die Expansion echt schon einiges her. Muss ich wirklich sagen, also... Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Wir haben hier eine Seilbahn. Ach, geil. Okay, das ist nicht unbedingt eine lange Driftzone. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, wir erreichen einen Stern. Der Regen wird ein bisschen helfen, aber wie gesagt, der BMW ist kein Drifter. Dafür hat er wahrscheinlich viel zu viel Grip. Ja, der will gar nicht. Eieiei. Vielleicht erreichen wir trotzdem mit Gewalt und sehr viel Handbremse in den Stern. Mal gucken. Come on. Eigentlich müsste ich hier eine Stock Cobra durchdriften. Wer die Festival Chase gespielt hat, weiß warum. Boah. Als ob das 2 Sterne waren. Was ist die Anforderung für 3 Sterne? Als ob ich fast 3 Sterne hatte mit der Mühle. Nee. Kannst du mir noch nicht erzählen. Oh Gott. Auch das wäre gerade gesundheitlich gefährlich gewesen für den Fahrer. Bewegt sich noch? Jawohl. Gewinne alle Rennenveranstaltungen der Grid Reaper. Ach, die Rennen. Ja, okay. Ich dachte gerade schon, wir haben noch alles gewonnen, aber nee, als Rennen müssen wir die noch gewinnen. Okay, das ist so eine Sache, die wie gesagt im Stream mal passieren wird. Gehe ich mal von aus. Wo war ich gerade? Ich weiß es nicht mehr. Ach so, doch, aber dann sind die Driftscores wieder sehr niedrig, kann ich mir vorstellen.
Also definitiv nicht schwer zu erreichen, weil wie gesagt, also ihr habt ja gesehen, das war nicht gut, was ich da abgeliefert habe. Und trotzdem waren es fast 3. Also, mysteriös. Mysteriös. Haben wir eigentlich auch Root Creator und die Windlab bei den Rennen hier? Ja, Tatsache. Okay, cool. Dann fahren wir jetzt in der Lumicraft wahrscheinlich gegen den Jimco, denke ich, oder? Andersrum, wir fahren den Jimco gegen den Lumicraft. Ich weiß, dass Rami die Landschaft mag, also werden wir einige Canyon-Abfahrten, Bergauffahrten und Wasserhindernisse in Angriff nehmen. Bring deine Offroad-Ausrüstung mit und vielleicht eine Kamera. Ich nehme alles auf und daher sind wir ausgerüstet. Okay, das sind ja, glaube ich, sogar direkte Konkurrenzprodukte. Also das ergibt ganz gut Sinn. Alright. Yes. Am Start haben die mich immer abgezockt bisher. Alle drei, meine ich. Aber dann kamen die Kurven. Ich hab Scheinwerfer. Alles gut. Aber wenn du so weiter dumme Sprüche machst, hast du gleich keine mehr. Zeig mir, was du kannst. Los! Für 2 Sekunden in Führung direkt Trash-Talken. So ein Ding ist das. Lass dich nicht abhängen, Rami! Ja, ich muss sagen, ich bin immer noch kein Fan von den Buggies. Er fährt sich ganz nett auf jeden Fall, aber meine präferierte Fahrzeugklasse wird es halt nie sein. Adios, Rami! Sag mal, wie soll ich besser werden, wenn du gewinnst? Moment. Das... Naja, nicht ganz. Das funktioniert nicht ganz so. Wasser fährt aber halt ganz easy durch. Oh Gott. Das ist mal ein Rennen. Mhm. Du machst mir hier etwas Konkurrenz. Ja, wir haben irgendwas abgeschlossen gehabt. Das war aber von Apex, oder? Sah mir so aus. Ist zumindest blau. Gewesen, nicht lila. What the fuck, wo sind wir denn jetzt unterwegs? Wo sind wir? Ah. Ja, okay. Du hast doch keine Angst vor schlechtem Wetter, oder? Komm schon, los! I see. Und reines Ziel. Ja, nice. Damit müssten wir jetzt auch Goliath freigeschalten haben, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass wir Goliath im Lightning fahren. Ich habe alle Rennteams und Rallye-Fans in Sierra Nueva informiert. Aber alle wissen, dass hier ist eine Sache zwischen den Horizon Raptors, den Apex Predators, den Grid Reapers und dir. Ich bin mein eigenes Team. So ein Ding ist das. Gewinne das Team-Champion-Rennen. Ja, das sollten wir hoffentlich gut hinkriegen. Oh. Achso, ja, wir kriegen ja den Alumicraft noch. Ich wusste, dass du schneller bist. Ich wusste es von Anfang an. Aber ich musste etwas tun, um dich zu den Grid Reapers zu bringen, oder? Also bin ich jetzt Chef von allen drei Teams, oder was ist los? Egal, wir haben gewonnen. So ein Ding ist das. Dann will ich damit sagen, meine Damen und Herren, wäre es das mit dieser Ausgabe gewesen. Nächstes Mal geht es dann in Goliath rein. Und ja, dann wird es auch, wie gesagt, das Fazit hier zur Expansion geben. Das heißt, dort auf jeden Fall auch wieder einschalten. Das ist, wie gesagt, mit diesem Video gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.